das Läuferpaar im Mittelspiel und Endspiel. Und dazu habe ich ein paar Stellungen erstmal rausgesucht und die wollte ich dann mit euch ja, nach und nach besprechen. Weiß jetzt nicht, wer von euch überhaupt schon da ist und ob es überhaupt Leute gibt, die da sind oder nicht. Aber ich würde sagen, ich würde einfach mal anfangen und dann hoffe ich, dass ich irgendwann von den einen oder den anderen etwas hören kann. Zum Läuferpaar erstmal allgemein, bevor ich auf die Themen näher zu sprechen komme. Beim Läuferpaar, wie ihr alle wisst, ist es sehr wichtig, dass die Diagonalen offen sind, damit das Läuferpaar die volle Wirkung erreichen kann. In diesem Beispiel haben wir das Läuferpaar gegen die drei Leichtfiguren Springer F3, Läufer E3, Springer C3 gegen Springer F6, Läufer E7, Läufer B7. Das Thema Läuferpaar ist ein sehr wichtiges Thema, da wenn man die ganzen Grundlagen im Läuferpaar beherrscht, dann weiß man auch, wie man sich in bestimmten Stellungen verhalten sollte. Prinzipiell der Vorteil des Läuferpaars ist es oftmals, dass die Läufer die Springer dominieren können, vor allem dann, wenn es offene Stellungen gibt und die Diagonale und die Diagonalen der Läufer jeweils offen sind. Des Weiteren im Endspiel ist das Läuferpaar insofern ganz gut, dass dadurch ebenfalls die Springer eingeschränkt werden, aber durch das Läuferpaar hat auch der König eine viel bessere Sicherheit und kann sich relativ schnellstmöglich im Endspiel aktivieren. Und ganz am Ende im Endspiel ist es oftmals so, dass man ein Läuferpaar abgibt und abtauscht, um dafür dann den Gewinn zu realisieren. Das könnten wir aber dann in unseren Beispielen jeweils ganz gut sehen. Aber bevor wir auf das Läuferpaar im Endspiel zu sprechen kommen, konzentrieren wir uns erstmal auf das Läuferpaar im Mittelspiel. Und im Mittelspiel ist das Läuferpaar insofern ganz wichtig. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig. Es wäre ganz gut, wenn wir es versuchen könnten, die Stellung zu öffnen. Und ich habe hier folgendes Partiebeispiel. Und hier ist Schwarz am Zug. Und ja, die Frage ist natürlich, was würdet ihr hier mit Schwarz ziehen und warum? Wie ich bereits gesagt habe, es ist wichtig, alle Linien oder alle Diagonalen zu öffnen und deshalb muss man eine Möglichkeit finden, hier ja, den Laden sozusagen im Mittelspiel, also in der Mitte vor allem aufzumachen. Wie schaffe ich es, dass ich beide Läufer in ein neues Leben berufe, wie schaffe ich das, dass ich die Stellung öffne und dabei das Läuferpaar die volle Geltung erreichen wird? Da ich sehe, dass noch keiner richtig da ist und es noch kein Feedback gibt, ja, das ist eine gute Sache, was wir jetzt da machen. Ich zeige einfach mal, wie die Lösung hier lauten würde. Schwarz sollte hier auf jeden Fall mit D5 fortsetzen. Aber die Idee von D5 ist nicht, dass ich nach E5, dass sich das Zentrum hier natürlich schließt, sondern D5 hat einen taktischen Grund. Aber zuallererst, falls nach D5 E schlägt D5 kommen sollte, dann hätten wir schon fast die halbe Miete, denn nach Springer schlägt D5 werden zwei Figuren angegriffen. Zum Beispiel Springer schlägt D5 und Läufer D5. Und wir sehen, die erste Diagonale ist offen. Und auch der Läufer auf einmal spielt super mit. Der Bauer auf B2 ist schwach. Der Bauer auf D3 ist schwach. Zum Beispiel, falls hier ein Zug wie Dame B2 kommen würde, könnte man auch überlegen, den D3 abzuholen. Allerdings denke ich, ist es noch stärker, auf den D3 zu verzichten und so etwas wie Läufer F6 zu spielen. Diese Stellung ist klar besser für Schwarz. Deshalb sollte man natürlich nach D5, wenn man gegen das Läuferpaar spielt, bestreben, die Stellung zu schließen. Und das schafft man am besten mit E5. Würden wir jetzt mit Schwarz gezwungen sein, einen Zug zum Beispiel wie Springer G4 oder aber auch Springer D7 zu spielen, dann schafft es Weiß gemütlich, das Zentrum zu blockieren. Zum Beispiel mit Springer D4 ist ganz nett. Und falls Springer G4, dann einfach Läufer D4. Und hier spielt dieser Läufer nicht mehr mit. Der hat zwar Spiel, aber das war nicht die Strategie, um E5 zu spielen.
E5, das war nicht die Strategie, D5 zu spielen, weil nach E5 wir nicht den Springer wegziehen, sondern einen Zwischenzug haben, der sehr wichtig ist, und zwar ist das der Zug D4. Wenn D4 nicht funktionieren würde, wäre der ganze Sinn von D5 einfach nicht gegeben, weil sich dann, wie gesagt, nach jeglichem Springerzug, zum Beispiel Springer G4 oder Springer D7, mit Springer D4 das Zentrum schließen würde und wir es nicht schaffen, die Diagonale A8, H1 zu öffnen. Mit D4 allerdings schaffen wir das und nach D4 gibt es mehrere Züge. Fangen wir an mit dem ersten Zug, den der eine oder andere vielleicht fürchten würde, das wäre E schlägt F6. Nach EF6 allerdings kommt Läufer F6, jetzt haben wir den Bauern geschützt und jetzt gewinnen wir eine Figur zurück und dadurch haben wir klaren Vorteil. Zum Beispiel nach Springer D4 kommt Läufer D4, Läufer D4, Dame schlägt D4 und wir sehen, der Springer auf C3 hängt, der Bauer auf D3 hängt und mein Läufer auf B7 ist ein wahres Monster. Das wäre der Zug D4, das wäre nach E schlägt F6. Falls statt E schlägt F6, welche Züge gibt es noch, Läufer D4 kommen würde. Nach Läufer D4 folgt ganz einfach Läufer schlägt F3. Falls E schlägt F6, dann Läufer schlägt F6. Jetzt greifen wir den Läufer an. Zum Beispiel Läufer schlägt F6, einziger Zug, Dame F6 und nach Turm schlägt F3 haben wir dann Zeit mit Turm schlägt C3 das Material auszugleichen. Und auch hier steht Schwarz klar besser aufgrund dessen, dass alle Bauern schwach sind. Mein Turm ist aktiv und auch die Grundreihe von Weiß ist sehr schwach. Das heißt, ja, das heißt wiederum, dass nach Läufer schlägt D4 kommt Läufer schlägt F3. Nach Turm schlägt F3 zum Beispiel kommt einfach Dame schlägt D4. Dann hängt der und falls EF6, Läufer F6 und jetzt kann man den nicht mehr richtig decken, weil der Turm auf A1 ebenfalls angegriffen ist. Das wiederum heißt, dass Springer schlägt D4 der einzige logische Zug ist. Und nach Springer schlägt D4 kommt jetzt Springer G4. Springer G4 greift jetzt den Läufer auf E3 an. Der muss ziehen und einziger vernünftiger Zug ist Läufer G1. Läufer F2 scheitert an Springer, schlägt F2, nebst Dame schlägt D4. Das funktioniert also nicht. Daher Läufer G1. Und nach Läufer G1 gibt es wieder einen taktischen Trick. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie dieser taktische Trick aussehen könnte. Wir wissen, der Läufer auf G1 deckt den Springer auf D4. Das heißt, er deckt den Bauern auf H2 nicht wirklich. Stellen wir uns den König auf H2 vor, können wir uns auch mit ein bisschen Fantasie ein Matt auf H4 vorstellen. Sprich, wenn der Läufer auf E7 nicht da wäre. Das heißt wiederum, dass wir jetzt, ja, dass jetzt nach Springer schlägt H2 der einzige vernünftige Zug König schlägt H2 ist. Denn nach Läufer H2 kommt Dame schlägt D4. Das heißt, Springer schlägt H2, König und auf König schlägt H2. Dann natürlich haben wir den Trick mit Läufer schlägt B4, Doppeldrohung. Wir drohen Matt auf H4 und der Springer auf C3 ist angegriffen. Und das würde dann natürlich zum Verlust führen, weil wir müssten das Matt abwehren. Wir gewinnen den Springer auf C3 zurück und haben die klar bessere Stellung. Also Schwarz steht komplett auf Gewinn. Das heißt, nach Springer schlägt H2 hat sich der Gegner entschieden, nicht wieder zu schlagen auf H2, sondern mit Turm FC1 fortzusetzen, um etwas Stabilität seinem Springer auf C3 zu geben. So, nach Wir ziehen den Springer zurück, weil jetzt hängt er eventuell wirklich mal. Deshalb Springer G4. Jetzt drohen wir abermals einen Abzug mit Läufer schlägt B4, weil die Dame immer noch indirekt auf das Feld H4 schielt. Zum Beispiel Springer E4 und jetzt Läufer schlägt B4. Droht, wie gesagt, Dame H4 mit Matt und deshalb folgte hier Springer G5. So, jetzt haben wir eigentlich schon alle unsere Figuren mehr oder weniger aktiviert. Hallo, da kommt schon der erste Besucher. Und jetzt nach Springer G5 ist das Matt auf H4
gedeckt und daher ist die einzige Möglichkeit hier mit Dame D5 fortzusetzen. Dame D5, Doppeldrohung, G2 hängt und wir versuchen den Damentausch zu provozieren, weil wir wissen, dass nach dem Damentausch die Stellung bereits gewonnen ist. Da ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute mir zuschauen, will ich nochmal ganz gleich am Anfang ganz kurz bei D5, das war unsere Ausgangsstellung, ansetzen. Hier war ganz wichtig der Bauernvorstoß D5. Man versucht beide Diagonalen für den Läufer zu öffnen und nach E5 hatte dann Weiß Schwarz den Zwischenzug mit D4. Danach E schlägt F6, Läufer schlägt F6, der Bauer auf D4 gedeckt ist, beide Figuren angegriffen sind. Das heißt, man kriegt das Material zurück und hat die klar bessere Stellung. Nach Springer D4 in der Partie kam ganz schön Springer G4, hatten wir gesehen, Läufer G1 und jetzt gab es den Trick mit Springer schlägt H2. Da Läufer schlägt H2, an Dame schlägt D4 scheitert und nach König schlägt H2 gibt es den Abzug mit Läufer schlägt B4, Doppeldrohung, der Springer auf C3 hängt und die Dame droht matt auf H4. Deshalb kam, wie gesagt, Turm FC1 in der Partie und jetzt Springer G4 zurück. Abermals mit der Drohung Läufer schlägt B4, weil Matt auf H4 droht. So, und dann kam in der Partie Springer E4 und jetzt folgte abermals Läufer schlägt B4 gegen diese Drohung Springer H4 Schach, gab es kein richtiges Rezept, weil auch Springer F3 zum Beispiel, weil auch hier in der Stellung Springer F3 um Läufer schlägt H4 zu verhindern auch nicht so gut funktioniert, wegen zum Beispiel Dame schlägt D3. So, das wiederum heißt, Turm FC1, Springer G4, Springer E4 kamen in der Partie und jetzt Läufer schlägt B4, Springer G5 und Dame D5. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir, erzwingt wie gesagt den Damentausch, da jetzt Matt auf G2 droht und die Dame angegriffen ist. Man kann zwar versuchen, hier mit Dame B2 das Matt zu decken, aber dann gibt es solche Tricks wie Läufer C3 und nach Turm schlägt C3, Turm schlägt C3, ist Dame schlägt C3 wegen Dame schlägt G2 Matt nicht möglich. In der Partie kam nach Dame D5 noch Springer Gf3, Dame schlägt B3, Springer schlägt B3 und Läufer D5. Die Läufer sind, wie gesagt, nach dem Bauernvorstoß, den wir am Anfang gesehen haben, mit D5 nebst D4 komplett befreit worden und jetzt dominieren sie natürlich komplett die weiße Stellung. Zum Beispiel Springer FD2, Läufer C3 und nach Turm AB1 folgte noch B5. Jetzt werden die Bauern aktiviert. Im nächsten Zug dann ist das Ziel vielleicht damit B4 langsam den Bauern Richtung erste Grundreihe zu marschieren. In der Partie kam noch AB5, AB5, Springer E4 und jetzt hat sich hier Schwarz entschieden, das Läuferpaar abzugeben. Das ist eine typische Ressource im Läuferpaar im Endspiel. Man hat sozusagen nach Springer E4, man hat diese Technik, dass man im Endspiel dann, wenn man das Läuferpaar hat und bereits komplett auf Gewinn steht, dann ist es ganz oft typisch, dass man ein Läuferpaar abgibt, wie in dem Fall mit Läufer schlägt E4 und nach DE4 dann mit Turm C4 den Gewinn realisiert. Denn jetzt ist der Bauer schlecht deckbar. Wir werden eventuell den Bauer nach B4 spielen. Der Läufer auf C3 dominiert, wie gesagt, das weiße Lager. Der ist schwach. Der Läufer auf G1 muss sich um eventuelle Felder F2 kümmern. Und jetzt kam in der Partie noch G3 und H5. Ein Luftloch ist immer wichtig, weil die Grundreihe von Schwarz geschwächt war. Turm König G2 und Turm D8. Man hat hier alle Zeit der Welt, denn Weiß kann sich nicht rühren, weil, wie gesagt, die ganzen wichtigen Felder von dem Läufer kontrolliert werden. Und das ist auch ganz typisch im Endspiel halt so, dass der Springer auf B3 dann komplett, wie in dem Fall, dominiert wird durch den Läufer auf C3. So, Turm C2, Läufer schlägt E5, etwas Taktisches, danach Turm C4, B schlägt C4 kommt mit der Drohung, dass ich ebenfalls eine Figur angreife. In der Partie kam noch Springer A5, Turm D2 Schach,
König F3 und Läufer D4 tauscht die letzte Verteidigungsfigur von Weiß. Dann gibt es auch solche Motive wie Matt auf F2, zum Beispiel Läufer D4, Turm D3 Schach, König E2, Turm schlägt D4. Und er hat nach einigen Zügen später dann auch die Partie gewonnen. Das ist für uns nicht so wichtig. Wir kommen jetzt einfach zum nächsten Beispiel, zum Thema Läuferpaar. Im nächsten Beispiel haben wir Schwarz. Und hier ist wieder die Frage, hier das Thema Läuferpaar ist auf dem ersten Blick nicht so offensichtlich. Aber dieses Motiv, was hier kommt, ist sehr wichtig zu kennen. Da es, wie gesagt, wenn man es kennt, ist es immer sehr von Vorteil, da man dann auch das Gefühl dafür bekommt, dass manchmal ein Bauopfer gegen eine offene Diagonale gar nicht so schlecht ist. Und hier kommt dieser Zug Springer D4. Das ist übrigens eine Stellung, die ganz oft in der Pirk-Verteidigung entsteht. Und nach Springer D4 opfert Schwarz einen Bauern. Allerdings mit dem Resultat, dass jetzt dieser Läufer, der vorher durch den Bauern E5 blockiert wurde, auf einmal zu einem Monster geworden ist. Und diese Art von Bauernopfer ist genügend Kompensation aufgrund dessen, dass dieser Läufer auf G7 jetzt unglaublich stark wird. Und Schwarz schafft es jetzt in den nächsten Zügen durch präzises Spiel sozusagen den Umstand auszunutzen, dass Weiß noch nicht entwickelt ist. Mit dem nächsten Zug stellt er abermals eine Drohung auf und er spielt hier den Zug C6. C6 öffnet weitere Diagonalen. Jetzt hat nämlich auch die Dame die Möglichkeit, eventuell später nach B6 oder A5 in den Kampf um die schwarzen Felder mit einzuschreiten. Denn hier geht es ganz klar um schwarze Felder aufgrund dessen, dass der Läufer sich hier gegen den Springer auf D4 getauscht hat. Nach C6 gibt es die Drohung, Springer schlägt D5. Und mit Springer schlägt D5 ist die Dame angegriffen. Das heißt, hier muss Weiß abermals reagieren. Er schlägt auf C6. Falls er mit der Dame wegzieht, zum Beispiel Dame D2, dann könnten wir hier mit Dame B6 ganz gut weiterspielen. Jetzt hängt der Bauer auf B2. Man muss sich immer noch um die ganzen Problematiken kümmern. Und man sieht hier, dass Schwarz ganz klares Gegenspiel hat für den Bauern. Nach langer Rochade zum Beispiel könnten wir unseren Bauern schon mit Dame schlägt F2, wenn wir das wollen, eventuell zurückgewinnen. Eine andere Möglichkeit ist erst auf D5 zu schlagen. Falls Springer D5, dann Springer D5 und das ist matt auf B2. Das heißt, E schlägt D5 ist Pflicht und jetzt einfach Dame schlägt F2. Wir haben unseren Bauern zurück und haben ebenfalls immer noch das Monster auf G7. Deshalb entschied sich der Weiße hier zu schlagen auf C6 und dadurch ein Tempo zu gewinnen, weil er muss sich schnell entwickeln und jetzt Rochade. Aber es kommt so oder so der Zug Springer D5. Die Dame ist jetzt angegriffen und der Springer jetzt eventuell hat nicht nur die Möglichkeit auf C3 zu schlagen und einen Doppelbauern zu verpassen, nein, er hat auch die Möglichkeit nach F4 zu gehen, wo er ganz schön unangenehm auf den weißen König schielt. Springer D5, Dame C4 und jetzt Springer F6, ein sehr starker, Springer F4, ein sehr logischer Zug. Und ja, jetzt gibt es manchmal Motive wie Läufer schlägt C3, gefolgt von D5 und dann würde der Läufer auf E2 hängen. Also man müsste jetzt, wenn man korrekt spielen möchte, schon Läufer F3 spielen. Das kam nicht in der Partie, aber Läufer F3 wäre wichtig gewesen, weil, wie gesagt, es solche Drohungen gibt mit Läufer schlägt C3 zum Beispiel, gefolgt von D5 und die Dame hat dann keine Möglichkeit mehr, den Läufer auf E2 zu decken. Deshalb, in der Partie kam Dame schlägt C6, aber hier wäre Läufer F3 sehr wichtig gewesen, weil dann, wie gesagt, das Problem des hängenden Läufer, der zwar zweimal gedeckt ist, aber wie wir gesehen haben, durch diese beiden Figuren nicht wirklich gedeckt ist, aber mit Läufer F3 dann in Sicherheit wäre. Und nach Läufer F3 können wir ganz gut mit Turm B8 fortsetzen. Jetzt greifen wir den Bauern auf B2 an. So ein Zug wie B3
ist etwas riskant nach D5, weil die Dame, wie gesagt, die einzige Figur ist, die diesen Springer auf C3 deckt und sie kann nach D5 meines Erachtens den Springer nicht mehr so gut decken. Eventuell geht aber noch solche Züge wie Dame schlägt B7, aber dann zum Beispiel nach Läufer D7, Dame C5 haben wir die Möglichkeit mit Turm C8 den Springer abzuholen. Deshalb B3 nicht möglich, zum Beispiel Turm B1 und nach Turm B1 zum Beispiel Turm B6. Jetzt droht abermals der Zug Läufer A6 und natürlich der Turm auf B6 bereitet eventuell mal eine Verdopplung auf der B-Linie vor. Das heißt, dieser Zug hat drei Funktionen. Er deckt den Bauern auf C6, er bereitet Läufer A6 vor und natürlich auch eventuell die Verdopplung auf der B-Linie. Falls Turm D1, dann Läufer A6, zum Beispiel Dame A4, Läufer E5, G3. Und jetzt gibt es solche taktischen Tricks sogar wie Dame F6, weil nach G schlägt F4 zum Beispiel einfach Dame schlägt F4 folgt. Es droht hier auf H2, es droht auf H4 und die ganze Stabilität am Königsflügel bricht auseinander. Zum Beispiel, wenn man hier jetzt versucht, das Matt zu verhindern mit Turm D3, um die Diagonale des Läufers zu schließen. Dann Dame H2 Schach, König F1 und Läufer schlägt D3, CD3 und Läufer schlägt C3 und der Turm ist angegriffen. Das heißt, BC3 ist nicht möglich und wir gewinnen Material. Also wir sehen schon, es ist ganz typisch, wenn man so dominierend steht, dann funktioniert auch meistens alles taktisch, weil, wie gesagt, die Figuren hier von Schwarz komplett harmonieren. Und das war nur das Beispiel, was wir nach Läufer F3 gespielt hätten. In der Partie kam Dame schlägt C6, der verliert sofort nach Läufer schlägt C3. Jetzt ist Dame C3 nicht möglich wegen Springer schlägt E2 mit Gabel- und Damenverlust. BC3 ist das gleiche Problem. Dame schlägt A8, denke ich, wird auch nicht so gut sein. Nach Springer schlägt E2 Schach, zum Beispiel König H1. Und jetzt, ja, wir haben ja zwei Figuren gegen den Turm. Das heißt, wir könnten in Ruhe hier auf B2 weiterfressen. Und auch das, zum Beispiel Turm B1, Läufer F6. Und auch das ist komplette Gewinnstellung für Schwarz. In der Partie kam jetzt Läufer F3. Jetzt hängen immer noch zwei Figuren. Aber man kann sich natürlich ganz getrost hier weiter bedienen und das hat auch Schwarz getan. Er hat gefressen auf B2. Falls ein Zug wie Turm B1, könnten wir mit Turm B8 das Problem sehr leicht lösen und diese Figur einfach decken. Daher Dame schlägt A8, jetzt Läufer 1, Turm A1 und Dame B6. Und das hat er wahrscheinlich übersehen in seiner ganzen Berechnung, dass nach Dame B6 die Dame eingesperrt ist und noch keine Möglichkeiten hat, sich so richtig gegen die Drohung Läufer B7 zu verteidigen. Er hat es noch versucht, mit E5 die Diagonale zu öffnen, aber dann gibt es ganz schön den Sperrzug mit D5. Wir schließen die Diagonale, falls jetzt Läufer schlägt D5 kommt. Folgt einfach, jetzt muss ich überlegen, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Hut, was da kommt. Welcher guter Zug? Ah, ich denke einfach Läufer E6 würde das Problem ganz schnell lösen, denn jetzt nach Dame B7 folgt Läufer schlägt D5 und auch das ist mit Figurengewinn. Da ja E5, D5, jetzt kam noch G3 und jetzt nach Läufer G4 gewinnen wir die Dame. Dame F8, König F8, Läufer schlägt G4, HG4, G schlägt F4 und Dame B4 und nach König G2, Dame schlägt F4, hat dann Schwarz ganz leicht gewonnen. Das war das zweite Beispiel. Hier gab es wie im ersten Beispiel auch wieder eine wichtige Sache. Wir haben es geschafft, die Diagonalen zu öffnen. Vor allem diese Diagonale, die am Anfang so schlecht war. Und nach Springer D4, Läufer D4, ED4, Dame D4 öffnet sich, wie gesagt, die Diagonale, gefolgt von dem Zug C6. Ein sehr wichtiger Zug, vor allem in Königsinnenstrukturen, ist C6 oftmals so ein Aufknackmanöver im Zentrum. Und hier verbunden mit der Idee, Springer schlägt D5, die ganzen schwarzen Diagonalen öffnen sich und dadurch hat es ein Schwarz sein Gegenspiel aufgebaut. Das Gegenspiel und die Kompensation für den geopferten Bauern. So, jetzt kommen wir zum Beispiel 3. Im Beispiel 3 haben wir abermals das Läuferpaar, aber hier ist es nicht so offensichtlich, wie wir es schaffen, die Diagonalen für die Läufer zu öffnen.
Und hier hat der Weise einen super Plan gefunden, genau das zu schaffen und das auf eine sehr gute Art und Weise, ist aber nicht offensichtlich. Viele denken hier, dass ein Zug wie zum Beispiel D4 alles öffnen würde, aber nach D4 natürlich haben wir immer noch das Problem, dass der Läufer durch den Springer auf E4 blockiert wird und D4 öffnet zwar in gewissermaßen die Diagonale A1, H8, wird aber unser Problem des Läufers auf G2 nicht lösen. Und Weiß hat hier einen Plan gefunden, sozusagen die Diagonale A1, H8 zu öffnen, aber ohne den Bauern D4 sozusagen zur eigenen Blockade zu verwenden, sondern hat es geschafft, mittels eines guten Manövers dann später den Vorstoß F4 durchzudrücken. So, das heißt, hier kam jetzt der Zug Springer H4. Und nach Springer H4 gibt es erstmal eine Drohung. Die Drohung ist Springer schlägt F5, gefolgt von Läufer schlägt E4, weil der Bauer sozusagen den Springer auf E4 deckt. Und nach Springer H4 muss man natürlich etwas gegen die Drohung machen. Springer F6 ist zum Beispiel nicht möglich, weil dann der F5 immer noch hängt. Das heißt, Schwarz ist gezwungen, hier mit G6 zu spielen. Und dann natürlich öffnet sich abermals die Diagonale noch mehr, weil der Bauer jetzt nach vorne gezogen hat. Und jetzt natürlich bietet sich ganz schön der Zug F4 an. Um den Springer auf E4 muss man sich auch keine Gedanken machen, weil den könnten wir später mal immer mit D3 vertreiben. Das heißt, auch die Diagonale H1, A8 wird sich früher oder später natürlich öffnen. So, in der Partie nach F4 kam Turm AC8 und jetzt wieder ein ganz schönes Manöver. Der Springer geht zurück nach F3. Er hat seinen Soll auf H4 getan. Er hat G6 provoziert. Er hat F4 zugelassen. Und jetzt zurück auf F3 hebt er ganz starken Druck auch auf den Bauern E5 aus. Und das ist abermals sehr unangenehm für Schwarz. In der Partie kam Turm C7, Turm AC1. Macht immer Sinn, weil natürlich jetzt mit Turm C7 eventuell die Verdopplung Turm C8 geplant ist. Und Schwarz wird sein Gegenspiel mit Springer A5 suchen, Druck auf den C4 ausüben und dann eventuell mit B5 oder D5 irgendwelche Manöver gegen die Damenstellung, Gegenüberstellung mit dem Turm versuchen zu erreichen. Springer F6. Der Springer geht freiwillig zurück, weil er mit D3 so oder so vertrieben worden wäre. Und jetzt kam ein Zug, der eine unnötige Schwäche hervorruft. Dieser Zug hier H6 ist schwach, weil jetzt nach H6 sehen wir, der Bauer G6 wird schwach und dann gibt es eventuell manchmal Motive mit Springer H4 eventuell zurückzuspielen, den anzugreifen und dann vielleicht mit E4 oder mit G4 die Diagonale früher oder später auf B1 H7 zu öffnen. Statt H6, falls zum Beispiel der Zug E4, der sieht nämlich für den einen oder anderen sehr logisch aus, bringt aber nicht so viel, weil man dann nach D schlägt E4, zum Beispiel Springer schlägt E4, sehr gut Springer D2 spielen kann. Jetzt bedrohen wir den Springer auf F6. Falls jetzt der Springer zurück nach F6 geht, können wir mit E4 alle Diagonalen öffnen und dann sieht man schon, wie schwach A1, H8 Diagonale ist. Und falls er versucht, den Springer zu decken, zum Beispiel mit Springer A5, dann spielen wir einfach Springer E4, Läufer E4, Läufer E4, FE4. Falls Dame E4 verliert er sofort nach Dame C3, weil Dame H8 Schach nicht vermeidbar ist. Daher FE4, Dame C3 und König F7. Jetzt kann er zumindest noch flüchten, weil mit der Dame auf E4 würde jetzt der Schach auf G7 funktionieren. Nach König E8 würde der Turm auf C7 hängen. Deshalb muss F schlägt E4 kommen und jetzt zum Beispiel der Zug F5 öffnet weiterhin auch die Linie, sodass der Turm mitspielt. Und jetzt nach F5, Turm schlägt C4, Dame D2, Turm schlägt C1, Dame D5 Schach, König E8 und Turm schlägt C1. Zum Beispiel König D7, um Turm C8 Schach zu verhindern und dann einfach F6 und Weiß steht klar auf Gewinn. Das zum Thema E4.
Statt E4 kam in der Partie H6. Der war auch nicht besonders, der war auch nicht viel stärker. Ich denke, hier hätte Schwarz abwarten müssen mit einem Zug wie Turm C8, aber auf jeden Fall nicht weiterhin seine Stellung schwächen. H6, gut, mit H6 hat er die Idee gehabt, mit König H7 dann zumindest alle möglichen Schachs auf der Diagonale zu vermeiden, aber H6 schwächt halt extrem den Bauern auf G6. Und das nutzt hier auch Weiß wunderbar aus, denn Weiß spielt wieder Springer H4 zurück. Wir sehen, wie oft der Springer hier gezogen hat. Es kam Springer H4, G6, Springer F3 und jetzt kommt Springer H4 zurück, nachdem der Bauer von H7 auf H6 gezogen hat. König H7 und jetzt ganz schön der Vorstoß E4. Und mit E4 sehen wir, er öffnet weiterhin die Stellung, hat aber einen taktischen Grund, denn wenn wir nach F schlägt E4, D schlägt E4 spielen müssten, wäre diese ganze Strategie nicht besonders gut, weil wir jetzt unseren Läufer verstellt haben. Das Feld auf D4 ist schwach und hier ist nicht mal klar, ob wir überhaupt noch großartigen Vorteil haben. Aber die Intention von E4 war, nach F schlägt E4 mit F5 fortzusetzen. Und das Problem ist jetzt, dass so ein Zug wie G5, um den Laden geschlossen zu halten, nicht funktioniert wegen Springer G6 mit erheblichem Materialgewinn. Das heißt, G schlägt F5 ist erzwungen, Springer schlägt F5, Dame E6 und jetzt, wie gesagt, nicht D schlägt E4, weil D schlägt E4 abermals unseren Läufer verstellen müsste und dafür haben wir noch Zeit. Jetzt gibt es einen wunderschönen Zwischenzug und zwar Dame D2. Jetzt hängt der Bauer auf H6 und die einzige Möglichkeit, diesen Bauern zu decken, ist, indem wir diesen Springer ziehen. Nur ziehen wir diesen Springer, dann hängt der E4 durch den Läufer und wir haben genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir nehmen dann den Bauern auf E4 mit dem Läufer weg, nachdem er mit dem Springer gezogen hat, um den Bauern H6 zu decken. Und jetzt nach Läufer schlägt E4 sehen wir, der Zug E4 war insofern super gut, dass wir nicht gezwungen waren, in keiner von allen Varianten mit dem Bauern auf E4 zurückzuschlagen, um den Läufer dann auf G2 sozusagen zu blockieren. Nein, es gab jeweils eine taktische Begründung in dem Vorstoß E4 und auch genau aus diesem Grund war E4 auch so stark. Es kam Läufer schlägt E4 in der Partie, König H8 und jetzt der Zug D4. Jetzt wird die letzte Diagonale des Läufers geöffnet und der letzte Läufer kommt mit ins Spiel. Springer CE7 kam der Partie noch und jetzt D5 hat einen Grund und zwar der Bauer auf D6 lässt sich sehr schlecht decken. Dame D7 und jetzt nach Springer schlägt H6 gewinnen wir bereits einen Bauern. Turm schlägt F1, weil der Turm auf F8 hing. Turm F1 und jetzt hat er bereits auch die Partie schon aufgegeben. Weil, wie gesagt, es drohen solche Sachen wie Springer F7 Schach und Dame G5. Er wird sich auf Dauer nicht verteidigen können. Und du siehst hier, dass der Läufer auf B7 und der Turm auf C7 komplett vom Spiel ausgeschlossen sind. Das waren meine Partiestellungen zum Läuferpaar im Mittelspiel. Und jetzt möchte ich euch etwas zum Läuferpaar im Endspiel zeigen. Weil, ja, das ist, gehört dazu, das Thema. Ich muss es nur schnell reinkopieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar das Läuferpaar im Endspiel. Und dazu werde ich euch jetzt gleich etwas zeigen. Moment. Und ich kopiere die Stellung schnell rein. Und jetzt geht es weiter. Das ist eine sehr bekannte Stellung von der Partie Stein, Englisch gegen Steinitz. Steinitz ist jedem ein Begriff. Englisch war damals zu der Zeit auch sehr aktiv und es gab sehr, sehr viele Partien zwischen Englisch und Steinitz. Und diese Partie ist halt so wichtig, um auch zu verstehen, warum das Läuferpaar. Ups. Warum das Läuferpaar so mächtig auch im Endspiel ist. Und hier kommen diese ganzen Grundlagen, die wir bereits gehört haben zum Läuferspiel, ganz gut zum Tragen. Zumindest erste Grundlage ist, das Läuferpaar im Endspiel schränkt ganz oft vor allem den Springer, den gegnerischen Springer ein. Das werden wir hier sehen. Das Läuferpaar im Endspiel verhilft den schwarzen König oft zu Aktivität. Das sehen wir hier auch. Und natürlich auch eines der Ziele mit dem Läuferpaar im Endspiel ist es, Raumvorteil zu bekommen und Raum zu schaffen. Und auch das
sehen wir hier. Und ganz am Ende, wenn wir alle unsere Sachen erreicht haben, die wir mit dem Läuferpaar erreichen wollen, wie Raumvorteil schaffen, König aktivieren, Springer einschränken, dann am Ende ist es oftmals so, dass sich ein Läuferpaar abtauscht gegen den Springer, um dann den Gewinn zu realisieren. Und auch das sehen wir hier in diesem Beispiel. Jetzt der erste Zug in der Partie war der Zug B6. Die Idee von B6 ist, mit C5 weiterzuspielen und dann den Springer daran zu hindern, mit nach D4 zu gelangen, um überhaupt noch Spiel im Zentrum zu finden. Und wenn man weiß, was die Intention von B6 ist, dann hätte man hier auch sofort schalten müssen und hätte hier relativ frühzeitig versuchen müssen, mit dem Springer nach D4 zu gelangen. In der Partie kam allerdings H3, Läufer E6. Statt Läufer E6 wäre auch Läufer C8 möglich, den hätte ich bevorzugt. Allerdings hat er sich gedacht, nach Läufer E6 eventuell hier nach Springer D4 mit Läufer D5 zu spielen. Ich persönlich denke, der Läufer steht am besten auf C8, weil er da die Türme auch nicht blockiert und auf C8 genauso gute Spiegelmöglichkeiten hat wie auf E6, da jetzt zum Beispiel Läufer A6 auch möglich ist. Mit dem Läufer auf E6 wäre zwar Läufer C4 möglich, aber je weiter hinten der Läufer steht, desto mehr lässt er die Türme sozusagen aktiv mitspielen. In der Partie kam Läufer E6, provoziert sogar den Zug Springer D4 und der hätte hier unbedingt kommen müssen, um zu vermeiden, dass der Springer auf B3 später nach C5 eingeschränkt wird. Das hat aber Englisch in der Partie nicht verstanden und er spielte nicht Springer D4, sondern er spielte hier den Zug Turm FD1. Und jetzt nach Turm FD1 folgte der Zug C5. Und jetzt ist der Springer auf B3 schon ein bisschen in Probleme geraten, da Springer D4 nicht mehr möglich ist und er nur noch über Springer D2 auf Aktivität hoffen kann. Aber selbst nach Springer D2 könnten wir dann versuchen, das Feld E4 zu eliminieren, indem wir so einen Zug wie F5 spielen könnten. In der Partie kam Läufer G5. Greift den Turm an, aber wir können uns hier F6 leisten, weil wir sowieso vorhaben, am Königsflügel Raum zu schaffen. Und das machen wir später mit solchen Zügen wie F5 und G5. Deswegen ist F6 jetzt kein Beinbruch, um die Diagonale des Läufers zu versperren. Ist nicht schlimm, weil später in der Partie sehen wir dann auch, wie F5 und G5 gespielt wurde. Es folgte Läufer F4 und König F7. Der andere Vorteil von F6 ist natürlich auch, dass er das Feld für den König frei macht. Und selbst der König kann sich jetzt langsam, aber sicher in diesem Spiel aktivieren. Es folgte F3 und jetzt G5 greift den Läufer an und zwingt den Läufer natürlich erstmal zu einer Entscheidung, auf welcher Diagonale er Platz nehmen möchte. Auf der Diagonale G1 A7 oder aber auf der Diagonale H2 B8. Die Diagonale H2 B8 hat insofern den Nachteil, dass eventuell später mit F5 und F4 der Läufer sofort eingesperrt werden würde. In der Partie kam erstmal Turm D8 und jetzt Läufer E3 ist schlauer, weil er auch den Vorstoß F5 insofern vermeidet, dass der Bauer auf G5 erst einmal angegriffen ist. Deshalb spielte Steinitz hier H6, bereitet den Zug F5 vor und es kam in der Partie Turm E1, F5 und hier F4. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagieren wir nach einem Zug wie F4? G schlägt F4 erstmal wäre nicht so schlau, weil wir unsere Struktur zerstören würden. Der Zug G4 entspricht nicht sozusagen den Gesetzmäßigkeiten des Läuferpaars, denn er macht den Laden etwas zu. Und deshalb ist es hier am schlauesten, mit Läufer F6 die Stellung sozusagen auf Status Quo zu lassen, um erstmal nichts zu machen, den Bauern auf G5 zu decken. Und später mal hat man eventuell Möglichkeiten, doch mal mit GF5, GF4, Läufer F4 und Läufer G5 oder Läufer H4 eventuell wichtige Felder des Schwarzen in Anspruch zu nehmen oder sogar den Läufer abzutauschen, weil man dann auf die zweite Reihe kommt. In der Partie kam G3. Und jetzt natürlich haben wir am Königsflügel erstmal das Optimum erreicht. Jetzt ist es Zeit, am Damenflügel das Optimum zu erreichen. Und wir sehen den schwachen Springer auf B3 und den schwächelten Bauern auf A2. Und das lädt uns ganz natürlich zu dem Zug A5 ein.
nach A5, die Idee ist A4 und wenn du pennst, dann vielleicht sogar A3 und dann fliegt die Bauernstruktur B2, C3 auseinander. Deshalb kam prophylaktisch Springer C1 und nach A4 der Zug A3, weil wie gesagt, die Drohung A3 wäre ziemlich bitter, da dadurch der Bauer auf B2 abgelenkt werden würde und der Bauer auf C3 geht damit verloren und diese Struktur wäre dann mit dem Doppelbauern A3, A2 insofern auch schlecht, dass ich eventuell mit Turm A8 und Turm schlägt A3 dann diesen Bauern abholen könnte. Daher A3, aber wir sehen nach A3 schwächen sich die weißen Felder erheblich, das heißt wir könnten eventuell später mal sogar versuchen mit unserem König in diese schwachen praktisch an den Damenflügel einzumarschieren und diese schwachen Felder auszunutzen. Der Partiekam Läufer C4 dominiert weiterhin den Springer. Jetzt nimmt er sozusagen alle wichtigen Felder unter Beschuss. Der Springer kann zwar noch nach E2, aber wenn wir dann gucken, nach E2 kann er zwar gehen, aber er hat dann abermals keine Felder, weil das Feld D4 ist von uns eingenommen. Er kann eigentlich nur zwischen Springer E2 und Springer C1 hin und her spielen. In der Partie kam König F2 und jetzt hat er die letzte Ressource wahrgenommen und zwar hat er hier G schlägt F4 gespielt. GF4 ist nicht möglich wegen Läufer H4 Schach mit Qualitätsgewinn. Also ich zeige das nochmal kurz. GF4, dann kommt Läufer H4 Schach und der Turm auf E1, der fällt. Und Läufer schlägt F4 hat die Idee, jetzt mit Läufer G5 sozusagen die letzte Verteidigungsfigur, die den Turm an den Einmarsch hindert, abzutauschen. Und das meinte ich, was wir jetzt in dieser Partie ganz gut gesehen haben, war, zum einen haben wir den Springer eingeschränkt in der Anfangsphase mit B6, C5. Dann haben wir Raumvorteil geschaffen. Dann haben wir an beiden Flügeln das Maximum erreicht. Und als letzte Ressource dann, um den Gewinn zu realisieren, ist meistens der Abtausch eines Läufers. Und das machen wir hier ganz schön mit dem Zug Läufer G5. Also in dieser Partie sind wirklich alle Gesetzmäßigkeiten, die wichtig sind beim Läuferpaar im Endspiel, die kommen hier ganz klar zur Geltung. In der Partie kam Läufer G5, jetzt kam Läufer G5, HG5, falls statt Läufer G5 ein Zug wie Turm E5 gespielt wird, um den Bauern auf F5 anzugreifen, den können wir ganz einfach mit König G6 decken. Und jetzt droht abermals Läufer F4 nebst Turm D2 Schach. Falls Läufer E3 kommen würde, dann könnten wir weiter mit König F6 unsere Königsstellung verbessern. Zum Beispiel jetzt Turm G1, dann F4. Falls GF4, dann Läufer H4 Schach. Und jetzt nach König F3 gibt es solche Züge wie H5, gefolgt von König F5, eventuell Läufer D5 Schach und der König bekommt massive Probleme. Ja, in der Tat bist du sehr spät dran und hast das meiste verpasst, aber ich glaube, man kann diese Streams alle nochmal neu sich anschauen. Diese sollten alle auf Twitch gespeichert sein, also das ist nicht das Problem. Wir sind jetzt gerade beim Läuferpaar im Endspiel. Wir hatten das Läuferpaar im Mittelspiel bereits an drei Beispielen gesehen und das ist jetzt das erste Läuferpaar im Endspiel, wo ich gesagt hatte, nochmal zur Wiederholung, das Läuferpaar im Endspiel, die wichtigsten Grundmäßigkeiten sind, die Einschränkung des Springers, das hat man hier, das sieht man hier ganz gut bereits. Es wurde aber in der Öffnung bereits mit B6, C5 eingeleitet. Dann die Schaffung des Raumvorteils, das hat man auch hier am Anfang ganz gut gesehen. Und natürlich als letztes, wir sind hier bei Läufer G5 stehen geblieben, die Einschränkung des Springers, die Schaffung des Raumvorteils und als letztes dann der Abtausch eines Läufers zur Realisierung der Gewinnstellung, hier mit Läufer G5 eingeleitet. In der Partie kam Läufer G5, HG5, König E3, verhindert den Einmarsch des Turms nach D2, König F6, H4 und jetzt hat er einfach aufgenommen auf H4 und hat den Turm abgetauscht, weil er gesehen hat, dass jegliche Art von Bauern ins Spiel bereits verloren ist, da wir diesen Bauern auf H4 gewinnen werden. Und zwar mittels König E5. König G6 wäre hier nicht so schlau, weil dann zum Beispiel noch König F, zum Beispiel, ich zeige es mal, König G6, König F2, König H5, König G3, würde noch alles decken und diese Stellung ist wahrscheinlich gar nicht mehr gewonnen. Aber viel stärker natürlich der Zug König E5,
und dann nach König F2, König F6. Jetzt hatten wir das Feld kontrolliert und gegen die Idee König G4 und Königlich H4 ist kein Kraut gewachsen. Wenn man hier einen Zug wie H5 spielt, dann geht man natürlich brav zurück und holt sich den Bauern ab. In der Partie kam König E5, es folgte noch Springer E2 und jetzt geht man ins Bauernendspiel über, weil man eben den letzten wichtigen Bauern gewinnt, beziehungsweise wie in dieser Partie zum Durchmarsch bringt. Das war unser erstes Beispiel zum Läuferpaar im Endspiel. Wir werden noch ein Beispiel dazu sehen. Ich muss es nur ganz kurz vorbereiten. Zwar bin ich hier. Ne, das ist der falsche Ordner. Moment. Ich guck mal, welche Partie noch ganz günstig ist. Ich denke, wir gehen zum Thema Kurzschneu gegen Kruprajcik, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt kommt das letzte Thema zum Thema, die letzte Partiebeispiel, denke ich. Wir werden nicht noch eins schaffen, aber mal sehen. Analyse Board und jetzt gucken wir mal. Ja, letztes Partiebeispiel zum Läuferpaar im Endspiel. Und jetzt frage ich euch alle mal, wir haben jetzt gesehen, dass beim Läuferpaar es wichtig ist, natürlich die Stellung zu öffnen, falls sie nicht schon offen ist. Im letzten Beispiel war die Stellung bereits offen, aber die erste Maßnahme, die wir ergreifen müssen, ist, die Stellung zu öffnen. Nach dem Öffnen der Stellung dann eventuell Raumvorteil zu schaffen, eventuell den gegnerischen Springer einzuschränken und dann am Ende den Gewinn zu realisieren, indem wir zum Beispiel eins der beiden Läufer abgeben oder abtauschen, um dafür dann eine Gewinnstellung zu bekommen. So, und das wiederum heißt jetzt für uns einen Plan finden. Und vielleicht guckt ihr jetzt mal, was würdet ihr hier mit Schwarz ziehen und warum? Habt ihr eine Idee? Wir sollten als allererstes versuchen, die Stellung etwas mehr zu öffnen, weil wir ja sehen, dass durch den starken Springer auf E4 und den Bauern auf E5 wir ein bisschen hier eingeschränkt sind. Und natürlich wäre es schön zu versuchen, die Stellung hier zu öffnen. Zum Beispiel der Zug C4 hier wäre etwas frühzeitig. Er öffnet zwar die Diagonale des Läufers, aber er schließt auch ein paar Möglichkeiten für uns nach C4. Plus natürlich ist auch das Feld D4 ist für den Läufer frei. Das heißt, der Zug wie C4 ist natürlich zu früh. F6 richtig, aber F6 sofort scheitert, weil F6 jetzt geschlagen werden kann. Aber die Idee ist gut. Und jetzt müsst ihr nur überlegen, wie setzt ihr F6 um oder wie droht ihr F6 unabwendbar. Aber F6 ist natürlich der richtige Plan hier, ganz wichtig. Aber wie schaffe ich F6? Der Zug D6 hier ist nicht gut, weil nach E schlägt D6, Läufer schlägt D6, zum Beispiel Springer D6, König D6 und Läufer E5, wir in ganz große Probleme kommen würden, würden die Partie nämlich verlieren. Richtig, sehr gut. Turm F8 ist ein super starker Zug, auch wenn er so unlogisch aussieht, weil der Turm von der B-Linie sozusagen abweicht, wo er etwas Druck auf den Bauern B2 hatte. Und er geht nach F8, wo er passiv sich hinter einen Bauern stellt. Aber die Idee ist natürlich sehr, sehr wichtig. F6 muss hier in der Partie gespielt werden, um die Stellung zu öffnen. Und das hat er auch Kortschnoi richtig gut erkannt. Und er hat hier Turm F8 gespielt. Springer E2 und F6 und jetzt nach F6 kam der Zug Turm F1. Falls hier E schlägt F6, dann ist es ganz wichtig, nicht Läufer schlägt F6 zu spielen, um das Läuferpaar zu tauschen. Das wäre zu früh. Viel besser, das Läuferpaar drauf zu behalten und mit G schlägt F6 fortzufahren. Dann hat man nicht nur die Möglichkeit, eventuell später auf der G-Linie Druck auf den G2 auszuüben, sondern eventuell auch mit ein bisschen Fantasie den Läufer von D5 umgruppieren und dann mit einem Bauernzentrum, zum Beispiel mit D5 und später mit E5, dann im Zentrum anzugreifen. In der Partie kam Turm F1 und die Idee nach Turm F1 ist jetzt nach F schlägt E5. Mit F schlägt E5, ich zeige das mal, Moment,
F schlägt E5 fortzufahren und dann nach Turm F1, Springer F1 sich in dieses Endspiel zu retten mit sehr, sehr guten Remischancen für Weiß. Und deshalb ist es auch schlau, noch nicht den Turm abzutauschen nach Turm F1, sondern die Stellung weiterhin zu verstärken. Und hier gibt es wieder einen sehr, sehr schönen Zug von Kortschnoi, eine Umgruppierung. Hat er auch gut erkannt, wie schaffe ich es, meine Stellung zu verbessern, welche Figur steht nicht optimal. Und das ist der Läufer auf E7. Und für den Läufer auf E7 hat er jetzt die Umgruppierung geschafft mit Läufer D8. Und die Idee von Läufer D8 ist, mit Läufer C7 Druck auf den E5 aufzubauen und vielleicht sogar den Läufer eventuell auch nach B6 zu spielen, um dann die Diagonale mit C4 zu öffnen. Das sind zwei Ideen hinter diesem Zug. Höchstwahrscheinlich mit Läufer C7 erstmal diesen Druck auf E5 aufzubauen. Dann hat man manchmal auch die Möglichkeiten, eventuell auf E5 zu schlagen. Aber wir sehen dann, was in der Partie kam. Turm F2, Läufer C7 und jetzt Springer F1. Weiß hat auch nicht so viele Züge, weil er ist ein bisschen unter Druck, da, wie gesagt, nicht so viele Möglichkeiten bestehen. Der Läufer auf C3 ist gebunden an den Bauern auf E5. Der Bauer auf B2 kann nicht ziehen durch die Festlegung A4. Er kann eigentlich nur mit dem Turm hin und her ziehen oder mit dem Springer. In der Partie kam Springer F1 und jetzt Läufer B6. Jetzt droht eventuell solche Sachen wie C4, könnten langsam aber sicher zur Drohung werden. Zum Beispiel jetzt könnten wir drohen, F schlägt E5. Also angenommen, ich mache mal nichts, ja. Ich mache mal einen Zug wie Springer H2, also ich mache einen Abwartezug. Jetzt zum Beispiel FE5. Jetzt nach FE5 ist bereits nicht möglich wegen C4 und dadurch gewinnen wir Material, weil Läufer D4 an Läufer schlägt D4 und Turm schlägt F2 scheitert. Das heißt, er ist gezwungen zu Läufer schlägt E5. Nur der Nachteil nach Läufer schlägt E5 ist, dass wir ein bewegliches Zentrum jetzt bekommen. Wir könnten also, nachdem wir diesen zum Beispiel den Bauern gedeckt haben, könnten wir später dann zum Beispiel Springer F3 den Läufer umgruppieren und dann mit D6 oder D5 langsam aber sicher die Bauern in Bewegung setzen. Nur das ist jetzt, ich wollte nur zeigen, was eben die Intention nach Läufer B6 ist. In der Partie kam Turm D2 und jetzt hat er auf E5 genommen. Mit dem Trick verbunden, dass jetzt nach F schlägt E5. Der funktioniert irgendwie nicht so gut. Ich vermute, es hat was mit... Ach ja, der Springer auf F1 hängt. Deshalb konnte er jetzt auf F5 schlagen. Und wie gesagt, wenn wir es schaffen, auf E5 zu schlagen, ohne dass F schlägt E5 kommen muss, sondern dass der Läufer wieder schlagen muss, haben wir das bewegliche Zentrum und das ist für uns sehr, sehr wichtig. In der Partie kam Läufer schlägt E5, Turm F7, König E2 und jetzt D6, Läufer C3 und wie ich bereits gesagt habe, Läufer C4 macht Platz für unsere Bauernkette D6 und E6. König E1 und hier bereits ist die Stelle erreicht, wo sich Schwarz gedacht hatte, es ist Zeit jetzt in ein gewonnenes praktisches Endspiel überzuleiten, weil wir jetzt konkret Material gewinnen und deswegen hat er sich jetzt entschieden, den Läufer bereits abzugeben. Das ist unsere letzte Ressource sozusagen, nachdem wir alles Maximale erreicht haben und es hat Schwarz hier natürlich. Er hat die Diagonalen geöffnet mit F6 und die Linien geöffnet. Er hat das Zentrum erobert und seine Läufer sind beide ideal gewesen. Also er hat die Idealstellung erreicht und im letzten Schritt dann tauschte den Springer ab gegen seinen Läufer, um dann nach König F1 mit E5 erhebliches, also nicht erhebliches, aber entscheidendes Material zu gewinnen. Das Problem ist jetzt auch, falls ein Zug wie Turm F2, könnten wir mit E4 fortsetzen und dann würde die Bauernmacht D5, D4, E3 nicht lange für den Weißen überlebensfähig sein. Das heißt, es kam König G2 und es hat er trotzdem sich entschieden, nicht den Bauern auf F4 zu nehmen, weil dann könnte man eventuell noch mit Turm F2 den Bauern zurückgewinnen, weil der Turm auf F7 gefesselt ist, sondern trotzdem mit E4 weiter zu marschieren. Turm E2, D5, Läufer E5 und jetzt der Zug Läufer C7, auch sehr schön. Wir tauschen abermals eine Figur ab, weil das Turmenspiel aufgrund auch dieser Schwäche B2 einfach hoffnungslos verloren ist. Läufer schlägt C7. Macht er nichts, zum Beispiel ein Zug wie Turm E1,
Dann können wir auf E5 schlagen und holen uns den Bauern spätestens nach Turm E7 oder aber nach König D7, König D6 ab und das ist komplett gewonnen. Wenn der Läufer nach C3 zieht, zum Beispiel Läufer C3, dann mit D4 und König D5, wird er auch nicht mehr lange überleben, der Weiße. Deshalb hat er hier geschlagen auf C7, Turm C7, König F1 und jetzt Turm B7. Greift den Bauern auf B2 an. Die einzige Möglichkeit, diesen Bauern zu decken, ist mittels C3. Und nach C3 sehen wir ganz schön, sind jetzt die weißen Felder sehr schwach. Das heißt, es hat jetzt auch kurz schnell unglaublich gut ausgenutzt, indem er König B5 spielte. Es folgte Turm C2 und König C4. Der König marschiert jetzt Richtung Damenflügel und auf die Schwächen B2, geschweige denn König D3 mit der Idee E3 und D4. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. König E2, Turm B3, König E3 kam jetzt in der Partie und jetzt D4, weil er gesehen hat, dass nach König schlägt E4, D3 folgt. Hallo? Etwas spät, weil die Show ist gleich zu Ende, aber am Mittwoch dann gibt es eine Wiederholung um 19 Uhr wieder mit einem Thema. Wahrscheinlich das Thema ist meine besten Partien und meine besten letzten Partien, aber ich guck mal, was wir alles so machen können an dem Tag. Der Partie kam jetzt D4, weil er wusste, dass nach König schlägt E4, D schlägt C3, komplett der Damenflügel auseinanderfliegt. In der Partie kam noch BC3, Turm schlägt A3. G4, HG4, Turm G2, Turm B3 und nach Turm G4, Turm B7 hat dann auch Weiß aufgegeben, weil die Bauern A3, A2 und A1 dann nicht wirklich aufhaltbar sind, dadurch, dass der König auch zur Unterstützung mit einschreiten darf. So, das war's heute zu meinem Thema Läuferpaar. Bevor ich das Ganze beende, zeige ich euch nochmal die einzelnen Stellungen, die wir hier heute behandelt hatten. In unserem ersten Beispiel war eben der Bauernvorstoß D5 mit der Idee, dass nach E5 nicht der Springer zieht, zum Beispiel nach G4 oder nach D7, weil dann das Zentrum mit Läufer D4 oder Springer D4 blockiert werden kann, sondern die Idee war, dass nach D5, E5 diese taktische Idee mit D4 möglich ist, da nach EF6, Läufer F6 der Bauer gedeckt wird, das Material zurückgewonnen wird. Und das Läuferpaar sich ganz schön öffnet. Ich zeige nochmal ein paar Züge. Es kam D4, Springer D4, Springer G4, Läufer G1 und jetzt dieser Zug Springer schlägt H2 mit klarem Vorteil. König H2 ist dann indirekt matt auf H4, dann kann man Läufer schlägt B4 ziehen und Läufer schlägt B2 scheitert an Dame D4. Das war das Beispiel 1. Im Beispiel 2 hatten wir das wunderschön gesehen mit dem Zug Springer D4, das Bauernopfer, um dann die Diagonale des Läufers zu öffnen und dann mit C6 eine weitere Diagonale zu öffnen, und zwar das für die Dame, um dann nach B6 oder A5 später ins Geschehen mit einzugreifen. Und natürlich verbunden mit der D, Springer schlägt D5. Und auch hier hatte Schwarz in den nächsten Zügen unglaublich gute Kompensation mit dem Läufer auf F4. Im nächsten Beispiel hatten wir gesehen den wunderbaren Zug Springer H4 mit der Drohung Springer schlägt F5. G6 war Pflicht und nach F4 haben wir es geschafft, ebenfalls die Diagonalen zu öffnen und später haben sich dann alle Diagonalen geöffnet und Weiß gewann die Partie. In diesem Beispiel, das war auch sehr, sehr wichtig am Anfang, der Zug B6 bereitet den Zug C5 vor, um den Springer sozusagen das letzte Feld wegzunehmen. Hier hätte Weiß unbedingt mit Springer D4, geschweige denn H3, Läufer E6, so kam es in der Partie, und Springer D4 fortsetzen müssen, damit sich der Springer nach C5 nicht komplett isoliert hat. Denn wie in der Partie kam, Läufer E6 und jetzt C5, und wir haben gesehen, der Springer auf B3 hat in der Partie irgendwann später auf C1 Platz genommen und da war er natürlich absolut nicht ideal. Und Schwarz gewann die Partie, indem er Raumvorteil am Königsflügel schaffte, dann einen Turm tauschte und später dann den Läufer hier sich abtauschte und mit Turm D2 in die Stellung eindrang. Und das letzte Beispiel war mit diesem wunderschönen Zug Turm F8, gefolgt von F6. Dann haben sich die Diagonalen geöffnet, dann später das Manöver mit Läufer D8, Läufer C7, um Druck auf E5 auszuüben.
Und dann später haben sich dann die beiden abgetauscht. Es folgte der Zug E5 und dann E4 und man gewann durch das erhebliche Zentrum der schwarzen Bauernmacht E4 und D5. Ja, das waren meine Beispiele zum Läuferpaar im Mittelspiel und Läuferpaar im Endspiel. Am Mittwoch um 19 Uhr geht es dann weiter mit einem weiteren Thema. Eventuell zeige ich euch meine letzten besten Partien, die ich gespielt habe. Ich hatte jetzt drei Europameisterschaften gespielt. In der Stellschach-Europameisterschaft wurde ich sogar Erste. Im Blitzschach hat es zum zweiten Platz gereicht. Und bei der klassischen Europameisterschaft wurde ich Zweite bis Achte. Und man kann aber die Show noch nebenbei, man kann das alles sich auf Twitch abermals angucken. Diese ganzen Videos werden gespeichert auf Twitch. Also man hat die Möglichkeit, diese Show dann auch hinterher sich anzuschauen. Das heißt, man verpasst nichts. Alles wird gespeichert. Ich denke, es ist auf Twitch zu finden, eventuell auch im YouTube. Da müsste man mal fragen, weil das weiß ich selber persönlich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass alle Shows, die hier gestreamt werden, abgespeichert werden und dann erhältlich sind, im Nachhinein sich nochmal anzuschauen. Ja, wie gesagt, am Mittwoch geht es dann mit meinen besten Partien, mit meinen letzten besten Partien weiter. Da zeige ich euch höchstwahrscheinlich einige Partien von der Europameisterschaft im klassischen Schach. Und ja, und dann mal gucken, am Sonntag dann am 27. um 19 Uhr, dann werde ich wieder einen Blitzstream machen mit Blitzschach. Ja, 19 Uhr ist für mich, dachte ich, in der Hinsicht gut und dachte auch für die Deutschen gut, weil normalerweise sind um 19 Uhr die meisten Leute von der Arbeit zu Hause. Und um 20:15 Uhr kommt ja am Sonntag zum Beispiel heute Tatort. Nee, heute ist zwar nicht Sonntag, aber heute kommt Tatort. Und daher, dass die meisten um 20:15 Uhr gerne Fernsehen gucken wollen, dachte ich mir, dass zwischen 19 und 18, 19 und 20 Uhr eine sehr, sehr gute Zeit ist für diese Streams. Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr auch gerne ein paar Uhrzeiten vorschlagen, die für euch besser sind. Dann kann ich mich auch nächstes Mal etwas umgestalten. In der Woche sind meine ganzen Streams, weil ich nächste Woche auch Schach spielen muss. Dann geht es zum Metropa Cup und dann ab Juni dann wieder werde ich 4 Streams im Monat schaffen. Und dann werde ich versuchen, zwischen 19 und 22 Uhr ein bisschen zu pendeln. Dann diejenigen, die später ins Bett gehen, können sich dann auch um 22 Uhr den Stream angucken. Am Sonntag um 22 Uhr gibt es dann auch Blitz. Ja, war nur heute, es tut mir leid. Aber wie gesagt, ab Mittwoch, 19 Uhr, geht es dann weiter mit einem Thema. Höchstwahrscheinlich meine letzten besten Partien. Und am Sonntag um 22 Uhr dann geht es weiter zum Blitzschach. Und das wären dann meine 4 Streams für Mai gewesen. Ab Juni dann werden diese, ja. Tatort ist immer wichtig. Aber normalerweise in Deutschland ist Sonntag der Tatorttag und ja, Montag ist heute Ausnahmetatort, aber meine Mutter schaut gern Tatort und deswegen habe ich versucht, die Streams immer zwischen 19 und 20 Uhr zu legen. Jedenfalls dann bis Mittwoch, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und einen guten Tatortfilm zum Schauen, diejenigen, die es tun. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Um 19 Uhr gleiche Zeit mit dem Thema von meinen letzten besten Partien. Und eventuell auch zeige ich euch einiges über den Minoritätsangriff. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wird das auf jeden Fall im Juni dann als Thema etwas stärker thematisiert werden. Dann allen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.